Hallo, wie geht's, wie steht's, wie läuft's, wie häuft's? Mein Name ist Dagond, vielen Dank fürs Einschalten zu einer neuen Folge DayZ Factions Singleplayer. Und ich habe mal wieder ein bisschen weiter gespielt. Wie ihr seht, habe ich hier gerade vier Zelte am Start, einen, der meckert. Nämlich bin ich nicht alleine hier. Das ist ein Survivor, eine AI, die habe ich quasi rekrutiert. Und auch den Typen mit seiner Shotgun habe ich ebenfalls rekrutiert. Wie ich die beiden getroffen habe, seht ihr jetzt. Follow one. Hi. Hi. Did you see anything recently? What's the closest settlement? Miesta. So, ja, das Schöne ist, dass man die beiden jetzt auch rumkommandieren kann. Hä? Da stehe ich ja voll drauf. Kommandos verteilen. Das heißt, man kann den beiden zum Beispiel sagen, die beiden sollen jetzt ins Auto einsteigen, aufsteigen. Pickup. Fahrer. Einer setzt sich dann jetzt als Fahrer eben hin. So, und den anderen bitte überall. Heute noch. Ich habe nicht ewig Zeit, meine Lieben. Der Typ geht ans MG. Ja, und wer fährt jetzt? Wieder typisch. Gut. Vorführeffekt haben wir gleich. So, und der Sniper-Typ, der steigt jetzt hoffentlich als Fahrer ein. Dankeschön. So, und jetzt markiert man etwas und sagt zum Beispiel, ich würde gerne... Komm, ich fahre mit den beiden mal zum Flugfeld. Und zwar hier zu den Lagerhallen. Weiß. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Bewegen. Und dann nächster Wegpunkt. Und dann achtet man darauf, wie das Auto anspringt. Und ab geht die Post. Dann kann man quasi die Fahrt als Beifahrer wundervoll genießen. Und der gute Mann fährt dahin, wo er hin soll, nämlich ans NWA. Das sind 10 Kilometer. Dann würde ich sagen, überspringe ich diese Fahrt. Und dann gucken wir mal, was so am NWA abgeht. Ich hoffe, wir kommen lebendig an und werden nicht unterwegs beschossen, abgeschossen. So, wir wurden gerade ganz kurz beschossen. Fahr weiter, fahr weiter. Hallo. Was machst du, Junge? Ey? Fahr einfach weiter, alles gut. Wird er schon wieder langsamer. Ja, auf jeden Fall wurden wir gerade kurz beschossen. Und man sieht ja auch, der Nummer 3 geht es ohnehin schon nicht gut. Das heißt, wenn der jetzt mal einen Hit kassiert, denke ich mal, war es das für den. Aber die zwei sind ganz lustig. Hallo, kannst du mal weiterfahren? Musst du auf die Map gucken, wo es lang geht oder was? Junge, was machst du? Amateur. Wo fährt der hin? Ich guck mal gerade auf die Map. Ja, du bist doch vollkommen richtig. Spielt's auch das erste Mal auf Gennaros, oder? Oh, Mann. Ja, danke. Jetzt werden wir auch noch beschossen hier. Lass mich mal raus. So. Alter. Da. Fall um, du Arschloch. So, wen hat's erwischt? Lebt ihr noch? Ja? Das ist gut. Dann wartest du bitte kurz, ja? Und fährst nicht weiter. Das wäre nett. Hey, hallo, Kollege. Kein Bock, dir gerade einen Befehl zu geben. Gleich fährt er mich platt, wenn ich nicht aufpasse. Wo willst du hin? Achso, der folgt mir, ja?
Gut, dann mach das einfach. Warum nicht? Ich glaube, die Nummer 3 ist tot. Das testen wir jetzt mal, indem wir einfach mal seinen Platz einnehmen. Fahr doch nicht. Okay. Dann fährst du jetzt halt zur Deko mit. Junge, du weißt doch noch, wo du hin musst, oder? Weiß. Bewegen. Nächster Wegpunkt. Fahr. Heute noch. Super. Alter. Jetzt hat es ihn, glaube ich, auch endgültig erwischt. Ja, hat es auch. Ja, super. Jetzt habe ich gar keine Jungs mehr. Und von wo hat es geschossen vor allem? Scheiße. Von wo denn? Da. Ich sollte nachladen. Fuck, 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 fuck. Action pur hier. Auf jeden Fall auch irgendwo eine gute Übung. Wenn man denn mal sich auf einem PvP-Server trauen will. Wo ist der Typ hin? Alter, wo bist du hin, ey? Da ist er. Da kriecht er. Guck mal an. Na? Hab dich. Aber wo ist der zweite? Die zweite, wie auch immer. Da ist er einer, der T-backt. Ist das eins? Oh, Alter, der hat eine M107. Oder ist das eine AS? Okay, der tut auf jeden Fall nichts. Okay. Ist aber ein Bandit. Das ist aber ein Bandit und den konnte ich nicht rekrutieren. Also nehmen wir den mit. Genau wie der M107. Den nehmen wir auch gerade mit. Da vorne sind zwei. So, wie viele Meter haben wir denn? Knappe 1000. Mal sehen, ob ich die weghole. Okay, es sind aber auch nur 500. Kann aber auch nicht mehr machen. Und ich sehe es auch nicht einschlagen. Und wie gesagt, die lassen sich auch nicht beirren dadurch. Und das sehr Interessante ist natürlich, dass die zwei langsam laufen. Was irgendwie darauf hindeutet, dass es eventuell Survivor sind, die ich wahrscheinlich auch rekrutieren könnte. Und der eine hat auf jeden Fall eine SVD dabei. Und ich würde sagen, ich laufe den einfach mal hinterher. Da schießt was, da schießt was, da schießt was. Da. Da, da, da. Oh mein Gott. Okay, der Typ hat mich anscheinend gesehen. Der hat auf jeden Fall eine SVD und eine Bandit-Kappe. Ach, das ist der zweite. Okay, also sind es doch keine Survivor. Ja, bleibt stehen. So ist gut. Welche Richtung schießt ihr denn, Jungs, ha? So, einmal kurz nachladen. Headshot. Treffer. Okay, von Umfallen halten die anscheinend nicht viel.
Okay, Leute, alles klar. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Ich weiß. Also das waren eindeutig Treffer. Man hat das Blut gesehen. Also hätten sie eigentlich auch umfallen sollen, die Jungs. Klar. Ist klar, Jungs. Ist klar. Sehr klar. So nicht, Freunde der Nacht. Wo sind sie? Glaubst du es? Jetzt habe ich sie verloren. Ja. Ist das die M107, die hier so ein bisschen vielleicht verbuggt ist? Da ist schon wieder ein Treffer. Treffer. Ich habe jetzt auch gleich keine Munition mehr für das Ding. Also. Tut mir echt leid, aber so viel Treffer kann man gar nicht fressen. Hm. Die Glock kommt doch gar nicht so weit, oder? So, ich werde das Ganze jetzt einfach mal wiederholen. Ich habe mal meinen Speicherstand wieder zurück eingespielt, denn mit der M107, das wird ja wohl nichts. Wo sind die denn? Alter, eine Shotgun direkt hinter mir hier. Ich muss nachladen. Fuck you. So, danke fürs Umfallen, sehr nett. Ein Problem weniger. Da. Jetzt habe ich ihn endlich mal entdeckt. Alter, ich stehe vor einem Baum und du hittest mich, oder was? Lol. Mich hat's mal erwischt, würde ich mal sagen. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. In diesem Sinne, willkommen zu der Endcard, zu diesem Video. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch einen Support-Daumen nach oben da. Wenn du mehr sehen willst von mir, kannst du das gerne auch haben. Dafür musst du mich einfach abonnieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Das machst du da über den gelben Abonnieren-Button. Und über dem Abo-Button findest du mehrere Social-Media-Accounts von mir. Twitter, Instagram, Facebook und. Und natürlich Twitch nicht vergessen, einfach drauf und folgen für kommende Livestreams von mir. Ja, zu guter Letzt bleibt nur noch eins. Da unten, da könnt ihr euch zwei Videos noch von mir anschauen, die ich euch verlinkt habe. Es sind etwas ältere Videos, einfach mal draufschalten und hoffentlich Gefallen dran haben. Gut, dann noch eine Sache, bevor ich zum Ende komme. Und zwar, möchte jemand diese Daisy Singleplayer Mod haben? Wenn ja, Bescheid sagen, ab in die Kommentare damit. Ja, cool, hätte ich gerne. Was ihr natürlich dafür benötigt, ist AMA 2OA. Wenn ihr AMA 2OA habt, dann steht euch dem Ganzen nichts im Wege. Dann werde ich ein kleines Tutorial-Video dazu machen, wie man das Ganze installiert. Und dann könnt ihr diese Mod ebenfalls spielen. Ansonsten war's das und ich sage, haust rein, bleibst du geil. Bis zum nächsten Video. Also, ich sollte eigentlich sagen, ansonsten war's das. Bis zum nächsten Video, haust rein, bleibst du geil. Ciao.